Na, habt ihr gedacht, euer Ton ist kaputt? Entschuldigung, aber ich muss doch irgendwie meine Intros variieren. Wie auch immer, ich hoffe, heute werde ich nicht über Kinder rumragen, denn ich habe das Gefühl, das hatte ich schon mal getan und ich will das auch nicht wiederholen müssen, ständig. Soul Supplier 2. Hey, eine Halloween Map. Kommen die ersten. Nein, nicht wieder sowas. Wir haben den ersten Teil davon in irgendeiner Folge gespielt. Ich erinnere mich an diese komisch gefärbten Leute da. Also die Leute in farbenfrohen Kleidern. Wo ich auch so durch musste. Ach du Scheiße, ey. Wenn ich das nur wüsste, in welcher Folge das war. Soul Supplier! Ah, da stand auch nochmal Happy Halloween. Ja, sieht so aus, als ob ich jetzt die ganzen Halloween-Maps erwischen würde. Oh, shit! Naja, fliegt mal hier durch erstmal. Oh. Nein! Ah. Was ist das hier? Ah, da muss der eine Typ weiter. Mal gucken, was hier so ist. Überall was zum Durchfliegen. Das gefällt mir gar nicht. Hier ist schon mal gar nichts. Also wieder raus. Dann da unten. Wow. Bitte nicht. Ob das zugehen würde? Wow. Nee, es geht nicht zu. Die Map wird mal länger dauern tatsächlich, weil sie groß ist. Und schwer vor allem. Wow, das brauche ich hier. Jetzt wieder genau da durch. Ja, geht aber so nicht. Ja. Wow. Aber ich hab's geschafft. Und jetzt ist der Rückweg auch nicht so schwer, wenn fast alles weg ist. Ich habe gelesen, dass alles zusammen in den Topf soll. Also nicht, dass nur was Rotes rein soll, sondern ich kann alles reinpacken. Hä? Es sind also mehr als drei Teile oder was? Wenn ich bloß einen Arm habe. Oh nein. Das gefällt mir gar nicht. Hey, hier ist ein Bein. Sehr hoch. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen leiser sein. Oh, wie knapp. Weil das echt übel ist. Mann. Stopp. Warum ist das so anstrengend? Warte, ich will es nicht daneben werfen. Oh nein. Ich bin nur noch zwei schon fast tot. Sind hier die Äxte? Ja, hier sind die Äxte und ich wäre auch fast gekillt worden. Ja, geil. Hat sich im Rad verfangen. Ah ja, wenn sich was in meinem Rad verfängt und ich das so reinwerfen will, dann explodiert mein gesamter Helikopter. Ich verstehe. Oh, mach doch noch 5 Millionen Äxte hier hin, bitte. Ah, man kann die ausstellen dann mit so einem Switch. Und hier ist schon das, was ich brauche und es ist runtergefallen. Na, das ist ja aber wenigstens fair, dass der Rückweg so viel einfacher ist. Wow. Also. Oh, okay, ich hab's daneben geworfen. Aber ich darf es wieder rauskriegen, oder? Darf ich es wieder? Ja. Ich hab's wieder daneben geworfen. Was ist das überhaupt? Ach, der Rumpf. Dann nehme ich mir das dann mal. Zwei Teile haben wir.
jetzt wieder hier runter und das Timing richtig machen. Oder auch nicht. Was ist das denn da eigentlich? Ist der Kopf? Ich krieg zwei Teile, weil da auch zwei Sockel waren, ne? Habe ich ja gesehen. Das kam mir gleich so merkwürdig vor, dass da zwei Sockel waren. Weil ich nur einen Teil gefunden habe. Danke, danke, dass ich jetzt nicht mit explodiert bin. Oh Mann, ich habe eine reelle Chance. Hey. Denn ich habe alles andere schon gemacht, wo ich bisher oft gestorben bin. Oh, jetzt nicht da den Rothorn noch wegbauen durch diese Wand. Ja. Der Kopf ist hier oben, den habe ich noch da gelassen. Und jetzt fehlt mir noch ein Bein, was ich noch nie gefunden habe. Also muss ich noch ein völlig unbekanntes Hindernis in Angriff nehmen, schätze ich. Ist das Bein doch hier irgendwo unten, wo ich schon mal war und dachte, ich finde da sowieso nichts? Ja, wahrscheinlich da hoch dann, ne? Was wird das jetzt? Hier ist nur ein Kamin. Da ist ein... Okay, wie komme ich da hin? Da ist auch... Okay. Das ist das erste Mal, dass ich bei Happy Wheels voll auf einen Jumpscare reingefallen bin. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich bin noch nicht mal sauer, dass ich jetzt wieder gestorben bin. Ja, dann heißt es wohl alles nochmal machen. Aber jetzt möchte ich zumindest gleich am Anfang wissen, wie ich zum letzten Körperteil komme, was ich noch brauche. Das war ja nicht der Weg. Vermutlich hätte ich nur nach links gemusst. Und dann, ja, selbstverständlich. Und hier ist wieder sowas. Oh, ist wieder so ein Stampfding, Mann. Ja, dann weiß ich jetzt wenigstens alle Positionen der Körperteile. Na, vielleicht schaffe ich es ja in dem Versuch, das wäre ja was. Dann könnte ich alles ideal zusammen zeigen. Also, Nummer 1. Aber da das Level hart wie Sau ist, glaube ich nicht dran, dass ich das jetzt in einem perfekten Run schaffe. Jetzt will ich das Timing hier wieder richtig machen. Ich mag das hier nicht. Wow! Oh, bitte. Oh, wieso ist der Kopf jetzt da oben drauf? Das muss doch nicht sein. Normalerweise würde der jetzt weiter da unten liegen, aber der ist auf den Rotor gekommen. Das ist jetzt ungünstig. Aber so schwer ist das auch nicht, hier rauf zu... kannst du bitte nicht unter diesem Hebel da rollen? Wie soll ich den da jetzt da... Wie soll ich den da jetzt rauskriegen? Muss ich den... Oh. Also ungünstiger könnte es wirklich nicht sein. Ich muss versuchen, den jetzt mit dem Rad da rauszuschieben. Ah, bitte nicht mit dem Magnet... Oh, fuck. Ja, versuch den da rauszuschieben. Wie kann der denn so blöd da liegen bleiben? Oh, es ist dann noch weiter. Ich habe Pech gehabt, würde ich mal sagen, oder? Den kriege ich doch so nicht mehr. Oh, warte, jetzt habe ich den Schalter da weggeballert mit dem Rotor. Oh! Wie kann ich denn das wieder einholen? Ah! Ey, ich habe mich voll schlau angestellt und den Magneten näher rangebracht. Und zum Glück kann man ja die Leine wieder einholen, sodass ich jetzt nicht eine größere Hitbox habe. Jetzt muss ich aber wieder hier rein. Nein. Doch noch nicht. Was? Er hängt fest.
Er hing fest. Ich kann dieses Level einfach nicht mehr ertragen, Alter. Oh mein Gott, was jetzt? Was ist jetzt? Da lang. Muss ich zu dem Kamin oder wo lang? Ja, tatsächlich. Hätte mich das jetzt getroffen, Alter. Ich wäre so ausgetickt. Hab ich gewonnen? Hä? Hold, let's hit space plus halt, Was ist denn jetzt los? ich habe ein Monster erschaffen. Here, have some stars. Oh, man. What a fool, I'm invincible. The end. Happy Das war sau heftig, aber ich hab's irgendwie geschafft und das ist cool. Das war natürlich nicht die einzige Map, die ich in dieser Aufnahme als zeigenswürdig erachte. Jedoch halte ich es für gar keine schlechte Idee, alles, was ich jetzt noch präsentieren wollen würde, in einer Extra-Folge zu veröffentlichen, denn mein Ziel, in diesem Jahr die 200 Folgen zu erreichen, ist immer noch nicht aus der Welt geschafft. Mal sehen, wann das nächste Material kommt. Eventuell schon nächste Woche irgendwo reingequetscht. Ich lasse mir da was einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, das tat jetzt gut, ne?